Leute, willkommen zurück in unserem schönen Lager und nein, ihr habt nichts verpasst. Ich habe mal nach diesem letzten Reichtum gesucht. Ich habe sogar die Leute gefragt mit diesen Fragezeichen über den Kopf, die mir bestimmte Sachen sagen. Problem ist nur, die sagen immer, ja, komm später wieder. Was nicht so schön ist. Gut. Ja, und eine Komplettlösung, glaube ich, würde auch nicht jetzt viel helfen, weil ich habe keine Ahnung, welches Reichtum fehlt. Also lassen wir das erstmal. Gut, wenn wir schon hier in unserem Lager sind, wir müssen ja ran für Bericht erstatten. Hier rechts, gleich am Eingang, gibt es dieses kleine Zelt hier, was eine interessante Quest ist. Nämlich das Kriegerlager aufbauen. Also, Vorräte habe ich mehr als genug. Rohmaterial ist wie immer knapp. Na dann. Hilft dir Aedis dabei, den eigenen Homes-Wikinger auszubilden, die Homes-Wikinger anderer Spiele anzuwerben und eine Besatzung verwalten? Okay, auf jeden Fall. Bauen wir mal. Mal schauen, was das macht. Bin gespannt. Kriegerlager abgeschlossen. Und die Siedlung ist auf Stufe 2. Die Bekanntheit wurde erhöht. Wow. Jetzt kann man viel mehr bauen, habe ich gerade gesehen. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Klingt schon mal toll und ich sehe gerade, hier kann man jetzt Erlück spielen. Das mache ich später. Jetzt bin ich aber neugierig. Was ist das hier für ein Haus? Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomsvikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Stellvertreter, Jomsvikinger kann man sich jetzt erstellen. Mann oder Frau ist mir eigentlich relativ. Ich drücke mal so auf, bis ich Stopp drücke. Aber das mal. Was kann man da eigentlich alles ändern? Okay, er kann eine Kleidung haben, er kann eine Rüstung haben. Wie ich sehe, er kann Rüstungen tragen, die wir im Inventar haben. Mhm. Auch doppelt geht interessanterweise. Lass das mal so, wie es ist. Außer den Helm. Geben wir den üblichen Helm. Sieht doch schon schnucklig aus, oder? Man kann sogar. Also, das war's dann schon. Ja, wo ist hier der Knopf zum Bestätigen? Ah, hier. Mogils der Tiefsinnige heißt er. Okay. Jupp, ich will den mal speichern. Danke. Frage ist jetzt, was bringt mir das? Ist der Tiefsinker. Tag auch. Okay, was mache ich mit dem jetzt? Das wäre eine mysteriöse Szene. Und jetzt wird mir nichts mehr erklärt, oder wie? Okay, und was kann ich machen? Also gut. Hol mir meinen Hauptmann. Hä? Okay, ich habe einen Hauptmann, aber ich bin gerade verwirrt. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Ah. Jetzt, wo ich den Hauptmann habe, kann ich hier 100 Jomsvikinger anheuern. Ja, moin. Und ich habe hier schon zwei Verfügungen. Ich denke mal, das ist einfach nur, damit die Mannschaft ein bisschen anders aussieht, die auf dem Schiff herumrudert. Anders kann man das nicht vorstellen. Und ja, das wird mir gerade nicht angezeigt, wahrscheinlich hier. Meine PS5 hat gerade gesagt, aus irgendwelchen Gründen kriegt er gerade keine Verbindung. Fertig? Zu dem Servern, aber naja, lassen wir das. Tja. Ich muss los. Bis bald. Also da kann man seine Mannschaft umändern, wenn man möchte, bei diesem Haus. Ich will nur mal hier kurz reingucken. Gibt's hier irgendwas? Hallo. Also ich kann das nicht kaputt machen. Nein, kann ich nicht. Was? Was ist denn hier los? Na
gut, da gehe ich wieder. Interessantes Häuschen. So, hauen wir mal einen Rahmen auf. Was gibt's denn jetzt hier alles? Zeig mir, was vor uns liegt. Also eine Fischerhütte. Was ist das denn? Eine Bäckerei. Dann Jagdhütte. Eine Brauerei. Oh, das ist doch wichtig, oder? Eine Brauerei. Definitiv. Das machen wir als erstes, oder? Tätowierwerkstatt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir noch? Bruderschaftshaus der Verborgenen. Mhm. Und da hinten habe ich gesehen, eine Schiffswerkstatt. Da kann man wahrscheinlich sein Schiff ummodifizieren. Und das kostet 45 Vorräte. So viel habe ich leider nicht dabei. Leider, leider. Aber cool, dass es jetzt viel mehr Sachen gibt. So, jetzt wo mir meine Bekanntheit erhöht ist, kann ich auch andere Waffen kaufen? Die von dir. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. Ja. Und dieses Zelt habe ich aus Versehen angesprochen. Das ist ein sehr interessanter Typ. Oder Dame. Schön, dich zu sehen. Hallo. Was bietest du heute an? Man kann bei ihr nämlich Opale eintauschen für Rüstungsteile, die sich jeden Tag oder jede Woche ändern. Ziemlich interessant. In dem Fall gibt es gerade eine Mondkapuze zu kaufen. Ein Lichtalbkopf, das ist wahrscheinlich eine Tätowierung. Ein Beinkleid, ein Zwielichtbeinkleid. Eine Zwergenaxt. Ja. Also man kann da mal jede Woche mal reinschneiden hier in Echtzeit, wie man hier sieht. Und die Preise hier sind wirklich gesalzen. 120 Opale. Einen schönen Tag noch. Also könnte man sagen, ist das der Opal-Shop mit Online-Verbindung. Wir sehen uns bald wieder. Dann auf bald. Auf bald. Ich frage mich nur, was passiert mit diesem Shop hier, wenn die Server irgendwann mal schließen von dem Spiel? Das wird sicher irgendwann mal passieren, sagen wir mal in Hausnummer spätestens 10 Jahren. Ne? Da frage ich mich, was passiert da mit dem? Also, das sollte man immer hinterfragen. Gut, hier gibt's noch was zu tun. Nee, das Bruderschaftshaus der Verborgenen soll ich machen. Machen wir das. Hier arbeitet Heidam daran, die Schritte des Ordens der Ältesten zu überwachen. Die entsprechende Quest findest du hier. Schalte das Menü Orden der Ältesten frei. Aha. Let's go. Noch ein Häuschen, was ich mir leisten kann. Und die restlichen Abgebände 2 wahrscheinlich alle teurer. Und da heißt es, viel plündern und schatzen. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Wir sind in einem Haus, aber okay. Ich kümmere mich. Weiter. Da bin ich jetzt gespannt, was wir für ein Geschenk kriegen, dass er so mysteriös handelt. Na dann, geht das vielleicht ein bisschen schneller. Du atmest sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein. Nur eine Beobachtung. Eine sehr gute Beobachtung. Wir gehen auf ein kleines Boot. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Upsi. Na dann,
Ablegen? Fragezeichen? Ah, ich hab's was kaputt gemacht. Auf jeden Fall schöner Sonnenaufgang, schrecklich Untergang. Was muss ich jetzt tun? Erstmal runter wahrscheinlich. Ups. Oh. Ah, jetzt macht er. Interessanterweise. Gut, ich würde sagen, ich muss jetzt aufbringen. War vielleicht ein bisschen zu früh. Alle hopp! Hey, warte auf mich! Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Was? Herr Rätsel, so eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung. Wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Das ist eine coole Ansage von Eivor, muss ich sagen. Gefällt mir. Ist das eine Technik, die wir hier kriegen? Es klingt zumindest danach. Und eine gar nicht mal so ungefährliche. Anscheinend so. Ich nehme was mit Bären hier mit. Hab jetzt gespannt. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion. Warte! Aber... Sieh zu! Haltam! Hui! Haltam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als meine Angst! Und der Waldboden fing dich auf. Eivor, diese Seite an dir ist mir neu. Gib dir Furcht nicht nach. Erobere sie. Ich sah meinen Tod in Vision. Es war nicht hier und nicht heute. Das war Ansage. Ab in den Heuhaufen! Uhuhu! Bitte nicht nachmachen. Da müsste viel größer sein. Ein perfekter Sprung. Aber das wird was. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen.
Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst... Wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen. Der Orden beeinflusst sie alle. Das kann ich mir vorstellen. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitan. Für alles. Ich würde sagen, das ist eine sehr lange Sidequest. Ui. Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist eine geheime Organisation von Heiden, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, um ihr dogmatisches Weltbild zu verbreiten. Um sie auszumerzen, musst du Hinweise in der Welt finden. Oder auch ein bisschen Story machen, nehme ich mal an. Eiferer heißen die Angehörigen, sollte dem Orden dienen und ihre Erlässe durchsetzen. Ne? Von denen haben wir auch schon ein paar gesehen, wir sind Eiferer. Die sind erst später besiegbar, nehme ich an. Wenn du sie aufspürst und ausschaltest, kannst du Hinweise auf die Identität von Ordensmitgliedern erhalten. Enthüllen und ausschalten. Hinweise kannst du auch erlangen, indem du Bündnisse schmiedest, Engeland erkundest und Hilfsbedürftigen unterstützt. Sobald du alle Hinweise zu bestimmten Ordensmitgliedern gefunden hast, wird ihre Identität offenbart und sie können aufgespürt werden. Hierarchie. Ordensmitglieder haben eine Hierarchie. Ja, nee, ist klar. Wenn du ein Paladin oder Pfarrer tötest, kannst du Hinweise auf ihren Magister finden und irgendwann auch deinen Großmagister aufdecken. Ja, und einen haben wir schon, sogar 2, wie ich sehe. Den Wigmund, der war America hier in der kleinen Story mit Soma. Und dann Gjötfrid der Grausame. Ah, ja, da war was. Und hier haben wir noch ein paar mehr. Hunter Hunterson. Leof Gifu. Und da sind die herumreiten. Kendall, Oscar. 220. Puh. Ja gut, das dauert noch. Dann kennen wir natürlich schon einen. Die Leier. Der Kiel. Kompass. Pfeil. Blutegel. Also ich mal an, das ist eine Mega-Sidequest, das hier. Eine sehr große Mega-Sidequest. Und ein neues Territorium ist verfügbar für ein Bündnis. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Randvi. Und wir haben hier einiges zu erzählen, der Guten. Ups, nicht da hoch. Nein, dankeschön. So, einen neuen Moment. Grabe Guckguck, nein. Nein. Da, Lagebrecht, verfolgen. Dankeschön. Da will ich hin. Einmal Randvi sagen, was wir alles so erlebt haben. Du deine eigene Zunge verspeien. Das war ein lange Tag. Ich würde sagen, wenn ich das mit Randvi habe, dann schaue ich mir das mal an mit diesem Raubzug, der hier als Sidequest gibt. Und dann versuchen wir mal den Norden, wenn ich schon mal dahin kann, vor allem. Die Stufe, die dort empfohlen wird, ist ein bisschen hoch. Hallo, Randvi. Sei gegrüßt. Hallo. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Die Dänen von Grantabrückschir sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie. Auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt.
Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Jupp. Grantebrück. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Ich traf ihn bereits. Reda. Ein seltsamer Jüngling. Aber irgendwie angenehm. Er wird eine gute Gesellschaft abgeben, denke ich. Ich freue mich, ihn besser kennenzulernen. Ja, das heißt, den kennen wir schon. So, eine gute. Wo geht's als nächstes hin? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ja, Bündniskarte, mal schauen. Grantebrück haben wir jetzt. Hier unten ist was. Lunden. Ja, davon haben wir schon gerade gehört. Empfehlungsstärke ist allerdings 90. Als Belohnung gäbe es ein Level-Up der Siedlung, nämlich oder das Haupthaus. Das gehe ich noch nicht an. Gut. Stell das mal zurück. Ich habe es mir anders überlegt. Yep. Dann machen wir später. Ich sollte gehen. Wenn ich schon dahin gehe, dann will ich ungefähr das Level sein, was dort empfohlen wird. Sagen wir so plus minus 10 Stufen, damit ich ein bisschen Puffer habe. Wo sage ich? Gut. So, okay, dann haben wir mal Wikinger gesucht. Erfülle 10 Verträge, was? Was wollt ihr machen? Die Antwort ist ja. Aber das will ich mal schauen. Lerne die Grundlagen der Flussraubzüge mit Wagen und seiner treuen Truppe erfahrener Jomsvikinger. Ich will nichts sagen, wir haben schon ein paar Raubzüge gemacht, aber wenn wir das nochmal machen müssen, für eine Sidequest, sag ich nicht nein. Und was ist diese Meisterherausforderung? Auf jeden Fall, wenn ich Stufe 22 habe, gibt es eine Herausforderung der Götter hier. Interessant. Gut. Ich brauche sowieso ein paar Materialien, vor allem Rohmaterialien, für meine Siedlung. Vielleicht gibt mir diese Quest ein paar. Das wäre doch sehr schön. Upsi. Ah, neue Kömmlinge. Sage nicht nein.